So, hi und herzlich willkommen zurück in Red Dead Redemption. Wir sind wieder zu Hause im Wilden Westen. Daniel ist mit dabei und wir checken heute mal das neue Update aus. Ja, es gab ja einige Neuheiten. Darunter auch endlich den Passivmodus. Alter, ich bin so müde. Schläfst gleich ein. Ist echt so, ich habe so Augenringe, ne? Meine Augen drehen, alles. Oh. Oh je. Ich hatte noch 4 Stunden Schlaf oder so, Mann. Jawoll! Weißt du, ich schlafe nie unter 6 Stunden. Eigentlich maximal 6 Stunden. Immer. Ich würde jetzt am liebsten 12 Stunden durchschlafen, ohne Witz. Mach das doch. Nach dem Zocken. Okay. Na, wie lange zocken wir? 1, 2 Stunden Bis halte ich aus, danach um bin ich weg, 1, ey. um 2 zocken wir heute. Fuck you, Alter, ich bin dann ein. So Leute, es gab unter anderem einen Goldbonus. Ich weiß nicht, ob den jeder gekriegt hat, aber ich vermute mal ja. Und es gibt für... Was gibt's hier? Bonusgoldbahn. Hä, wieso steht hier dasselbe schon wieder? Ne, und dann gab's für die Besitzer der Ultimate Edition 100 Red Dead Dollar zusätzlich. Vor allem, ich habe kein Ultimate, aber ich habe auch 100 Dollar gekriegt. Ah, Ne, das Ding ist auch, die Goldbahn kriegt man ja manchmal nur, wenn man sich einloggt. So, aber ich habe die auch immer gekriegt, obwohl ich mich in diesen Zeiten immer nie eingeloggt habe. mich Also auch. irgendwie Ah, funktioniert warte das nicht mal, so. kann vielleicht sein, weil ich weiß nicht, ob das vielleicht auch mit GTA verbunden ist, bei mir zumindest. Ich weiß es nicht, weil Rockstar Games, Social Club ist ja ein und dasselbe, ne? Es ging ja nur um den Meinst Social Club Werbe. Ja, es ging ja nur um den Social Club Werbeaktion. du? Darum ging es Nee, ja das nur. mit dieser Social Club Aktion war doch aber was ganz anderes. Da musste man sein Konto verifizieren. Das war was anderes. Know. Auf jeden Fall merke ich, dass die Grafik verbessert wurde und es gibt viele Glitch-Patches. Das heißt, wahrscheinlich können wir uns nicht mehr in Ah. Häuser reinglitschen. Oh Scheiße. Okay, Leute, ich gehe jetzt rein. Wir gucken uns das jetzt an. Überspringen. So. Oh, Ich sogar bleib neue hier mal Bilder. bei. Free Room. Ach Scheiße, jetzt bin ich. Ach Scheiße, ich hätte über die Party beitreten sollen. Bullshit. Oh. Ich bin auch auf Offline. Bist du nicht? Du bist mir angezeigt. Ja? Ich bin nicht ein, Du hast Alter. 15 Goldbahnen bekommen. Nice. Und 100 Dollar. Oh, ich hoffe, Witz, wenn ich nicht gleich hier wieder hinkotze, sondern dann weiß ich auch nicht mehr. Ah, ich habe noch mal 100 Dollar bekommen. 200. Jetzt tun wir so. Schlafmittel. So Leute, ihr habt wieder Bild. Ich hoffe, hier kommen mal wieder ein paar Zuschauer, weil in Days Gone hatte ich wirklich gar keine. Also mal ganz selten Quads, aber. Ja, weil die selber das Spiel gezockt haben. Naja, das liegt. Naja, Days Gone ist nie so beliebt. Das liegt tatsächlich an den Spielen, wie beliebt die so sind. Habe ich gemerkt. Subnautica scheinen hyperbeliebt zu sein, weil da hatte ich die meisten Zuschauer. Also es liegt eher am Spiel. Ich meine, die Community habe ich ja nie, von daher kann es nur am Spiel liegen. Er redet die ganze Zeit von irgendeinem Spiel, was sich Staubsaugen nennt oder so weiter. Aber tatsächlich habe ich oft auch in Days Gone zwei Zuschauer gehabt und der hat aber neben Chat geschrieben. Also keine Ahnung, wer der. Also es hat scheinbar doch jemand zugeguckt, aber es ist halt irgendwie so, als Zuschauer sehe ich meistens immer nur die Aktiven, weil dann weiß ich, dass jemand da ist, wenn jemand Der schreibt oder Zuko so. war das. Ja. Nur Na, er weiß. um zu sagen, was ich mache. Ah. Wir sind wieder im Land der Revolver. Sogar in Days Gone gab Bitte es eine Revolver mal. am Ende. Ach du Scheiße, ich muss erstmal wieder die Steuerung drauf bekommen. Shit. Days Gone war tatsächlich anders. Okay, Waffe. Scheiße. Wie kriegt man die Waffe? Hä, man musste die erst auswählen? Bullshit. Ah, Gott. Oh Gott, ich bin ja schon beim Singen ein, ey, so weißt du, I had a girl. Oh, ja, die Map lädt dich. Auch sexy. Nick, warte, ich bin hier.
Ist mein Da Pferd. bist du ja. Ah, es kommt. Ah, Hello. warte, ich guck. Oh nein, ich wollte nicht im Katalog. Hä? Nein. Ey. Ich komme mit der Scheißsteuerung einfach noch nicht klar. Wo ist mein Hut? Warum habe ich immer. Alter, haben die mal einfach endlich diesen Outfit, ja, Outfit-Glitch behoben? Der geht mit tierisch Ich hoffe mal. auf den Zünder. Oh ja, immerhin habe ich jetzt die Outfits mal direkt dabei. Immerhin, das funktioniert schon. Also ich muss nicht mehr erst wieder in den Laden rennen. Boah, komm, Alter, lass uns irgendwo zu Kai, einem Laden. Caillou the Hä? Cowboy, hi. Oh, sorry. Warte, ich muss Truppe aufmachen. Hi, Cowboy, was weiß ich, was das jetzt war. Egal. Caillou the Cowboy im Chat. Was mache ich dauernd? Hä? Wie kann ich dich? Was ist das für ein Bullshit? Ich Hä? hab jetzt nichts gemacht. Ich hab jetzt einfach Nee, aber nur wieso Truppe bei. Warte aufgemacht. mal, bei Dreieck packe ich dich? Seit wann ist das denn? Das habe ich mich aber auch gerade gefragt. Das kenne ich jetzt aber auch nicht. No? Jo. Hä? Ich verstehe das nicht. Ja, das ist Nonsens, ja. alles einfach Nonsens. Ich will meinen Hut aufheben eigentlich. Deine Waffe ist durch den Boden runtergefallen. What the fuck? Vor allem diese Blutflecken sind richtig krass gemacht mittlerweile. Siehst du das? Welche Blutflecken? Also. Ja, auf deinen Körper, auf deinen Bart und so. Guck mal, dein Bart sieht richtig Mein heftig aus. Bart? Bei mir ist nichts. Bei mir ist leider nichts. Okay. So. Gehen wir zum Waffenladen. Gonna take my horse on a round sound and Ja. say, hey, till I can no more. I got the horses in the back. Komm, let's go. Warte, ich muss an meinen. Ich muss mich jetzt wieder dran gewöhnen, mein Handy anzuhaben und mitlaufen zu lassen wegen Abos oder so. Naja, weißt du, wenigstens bin ich froh, dass über die. Ah, hier ist direkt ein Schneider. Aber wir. Doch, komm, lass hier runter nach Saint-Denis. Oh. Ja, runter. Wir müssen einfach noch runterreiten, da sind wir schon in Saint-Denis. Geil. Warum habe ich die klapprige Schindemähle? Mein Mausmittel funktioniert hier nicht, Mann. Er muss einen Mechaniker anrufen. Ja, ich habe schon Mechaniker angerufen, aber er sagt, ich muss Mausmittel anrufen, muss Auto reparieren lassen. Lass uns erstmal bei Kleidungsstücke vorbeigucken, der Büchsenmacher ist weiter unten. Ich bräuchte mal wieder meine Brille, Alter. Ich setze jetzt seit neuestem meine Brille auf, aber ich vergesse sie manchmal. Weil ich bin sonst bald blind. Scheiße, wo bist du hin? Und wie macht Zu man hier mir die zum Karte Kleiderladen. auf? Hä? Warte, warte. Bullshit, Alter. Days Gone muss man einfach nur auf den Touchpad wischen. Aber ich sehe dich nicht auf der Karte. Ich bin in diesem Dings. Lad mich mal in Trupp Ah, ein. hab ich doch. Wie macht man das? Alter, so links kurz drücken, dann Einladungen. Nee, ach Grizzys man. Gesetzloser als ein Outfit, wusste ich gar nicht. Jetzt habe ich hier. Ich habe keine Einladung von dir. Oh Mann, jetzt bin ich einer Mission beigetreten. Bin ich wieder raus aus der Lobby. Echt, bist du raus? Ja. Tja, dann gucke ich jetzt mal weiter, bis du wieder da bist. Menu. Zobelfellmütze. Kavalliershut, Nee, what the fuck, ich hab Papier im Ziegenmütze, Mund. Wollmütze. Jetzt gibt's hier so A von morgens Hut, ey, das wäre so ein Maximum. Alter, diese Ladezeiten gehen mir tierisch aufs Schwein. Schon in Days Gone jetzt. Ey, du musst dir vorstellen, Days Gone. Du spielst, dann kommt eine Ladesequenz von mindestens einer Minute, dann kommt eine Cutscene. Manchmal länger, manchmal kürzer. Dann kommt wieder Ladezeit, wieder eine Cutscene, wieder Ladezeit und dann bist du wieder im Spiel. Ja. Diese Ladezeit kann manchmal 2 bis 3 Minuten dauern.
Das ist so ein Auch Bullshit gut. gewesen. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Was ist das für ein Bullshit? Schnell beitreten. Kann ich nicht. Zurück zum Free Room hier. Komme ich denn jetzt wieder in Jo, die was gibt's hier Lobby? für geile Jacken, Alter? Junge, Marshall-Jacken? Bin ich jetzt wieder im What Free Room? the? Ich schütze nur. Gäb's. Bin ich in deiner Lobby? Ja, guck mal beim Kleid. Oha, was ist das? Guck mal beim Kleidungsladen in Saint-Denis. Wie kommt man denn in dieses kleine Menü? Ich komme ja gar nicht klar. Lederjacke im Besitz. Nee, ich bin hier bei dir, kannst du mir beitreten? Irgendwie das Gefühl, ich werde krank. Ah, Karte, nicht die Einladung beachten. Ich bin beigetreten. Das lädt immer so dumm. Weißt du, ich will dir beitreten, dann steht da erstmal einladen. Oh, meine PS4 rastet aus. Mal, ich klinge mein. Bei mir ist der Laptop lauter als die PlayStation. Hä? Bist du das? Nee. Wo bist denn du? Jetzt hier gerade gespawnt. Wo bist du denn hingeritten wieder? Ich weiß nicht, ich komme hier mit der Wo Story. bin ich? Nein, 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 nein. Oh, je. Katze läuft wieder durchs Bild. Oh, nimm mal die Scheiße. So. Hä? Hast du Oh. angenommen? Junge. Wie nehme ich das denn an? Falt, dass du links kurz drauf tippen und dann siehst du dann einfach da dieses Menü, Einladung und dann bist du das. Ja, aber welchen? Oh! Jetzt nimmt der Wichser mich noch in Gefangenschaft, ey. Was soll die Scheiße? Mädel, hör auf. So, ich gehe jetzt zum Waffenladen. Okay, Ach Leute, wir so. gucken uns jetzt mal an, was es für neue Waffen gibt, wenn ich es mal schaffe, aufs scheiß Pferd aufzusteigen. Alter. Nee, das Nervige ist, dort war es die ganze Zeit Viereck mit Motorrad aufsteigen und jetzt hier auf einmal wieder Dreieck. Ist irgendwas mein Pferd irgendwie zu doof hier hinzukommen? Ist auf jeden Fall wieder eine Komm! Umgewöhnung. Ach komm noch, du dummes Rindviech, ey. Eine Anklage, okay. Also man kann sich jetzt hier gegenseitig anklagen. Auch geil. Wie bremst man mit dem Pferd? Wow. Du. Gibt's denn? R1. Da schießt Sag jemand das auf doch. mich. Mach auf die Scheiße hier. Tell me what you like and get it with you. Einzigartige Waffen. Wow. Oh, sind die teuer? Tja, das ist leider so. Le Seltene. Limat Revolver, seltene Flinte. Aber hey, seltene Flinte für 11 Gold? Jo. Wo guckst du denn jetzt nach? Pistolen? 13 Gold, oder? Hey, der ist ja schon frei.
Für $317 ist eigentlich gut. Was denn jetzt für eine? Na, der Lemat-Revolver. Das ist eine Pistole, oder nicht? Da steht Lemat-Revolver. Ja, es ist eine Pistole, definitiv. Und was ist denn Revolver? So Eine seltene Flinte. Ach, Pistole. die kann man im Story finden, die Flinte, stimmt. Ja, der Hä? Revolver, aber der ist neu. Aber das Dumme ist, die Flinte kostet $11 und die Revolver einfach 13, also 13 Gold, meinte ich, sorry. Ich kaufe es mir als Geld wahrscheinlich. Weil die Goldbahnen sind mir doch Ich zu hab wertvoll. nur $118, ey. Ich kann mir das nicht mal leisten. Weiß halt nicht, was taktisch kluger wäre. Klüger. Ja, das ist eine echt gute Frage, das frage ich mich auch seit langem. Bin aber nie hintergekommen. Man soll jetzt irgendwie, glaube ich, pro Tag ein Goldbahn geschenkt bekommen, wo man eingeloggt ist. Lichtfeld-Tiergewehr. War mit Gewehr. Mega unnötig, das Ding. Mega unnötig! Erwärmend Nightmare. Das Gewehr ist so Banane, ne? Das Welches? bringt gar nichts. Ja, das Vermintgewehr oder wie? Ach, Wieso, keine wenn du Ahnung. jagen gehst, ist das eines der besten Gewehre? Ey, Bogen für 5 Gold. Wenn du mit Bogen spielen kannst, ich hasse den Bogen. What the fuck? Zugespammt. Das ist mein altes Handy. Digga. Das benutze ich immer für den Hier gibt's Stream. nichts für mich. Danke, ich verzichte. Leute, was ist jetzt klüger? Soll ich den kaufen mit Geld oder Gold? 13 Gold. Ich gebe Also das kannst Gold du hebe ich mir kaufen, mal was du auf. willst. Aber ich laufe jetzt zum Schneider. Ich habe ihn mir gekauft. Weil ich lege hier nicht so viel Wert auf Red Dead. Deswegen. Ich schon, ich nehme das jetzt ernst. Ich will jetzt tryharder hier sein. Bei Gold. Drall. Nein, danke. Visier. Das ist mir auch nie viel, Alter. Decorations. Ich frage mich, ob die auch ein Barbier irgendwas Neues hinzugefügt haben. 5 Gold für Gold. Ich denke mal. Munition, Revolver. Jo, ich kann mir so eine Russenmütze kaufen. Eine Wann hatten die solche Russian-Mütze? weißen Mützen? Ja, eine Russenmütze gibt's jetzt. Boah, ja, einen pinken Hut! Wie macht man eigentlich diesen Passivmodus rein? Weiß nicht. Was soll ich das denn wissen? Kennedy Hut, what the fuck? Dieser Zylinder, ey. Der Zylinder, Rein. ey. Glücksspielerhut. Fischerhut. Mann, ist so ein Nickhut, das ziehe ich nicht an. Cowboyhut. Boah, ich kann keinen defensiven Spielstil auswählen, weil ich angeblich aggressives Spielverhalten habe, aber bei Feindseligkeit von mir zeigt es mir niedrig an. Wollen die mich verarschen? Schätze schon. Die mich verarschen. Alter, der neue Revolver schießt 300 Kugeln hintereinander. Was? War noch Spaß.
Vor allem so, was? Oh, ich bin verpennt as fuck, Alter, so was. Von mir mein Warum Kopf bist du tut dann weh, mir online geht's gekommen? kacke. Weil ich Ehrenmann bin. Wow. Boah, ich hab das Gefühl, wenn das gleich so weitergeht, penne ich hier noch ein. Safe, ey. Wärst du doch offline geblieben, Mann. Okay, ich Vor geh allem, jetzt offline. wo bist du? Ah, da. Gibt's Bin gute beim Klamotten? Adams. Oh, es gibt schon geil, ist aber sau teuer geworden. Was ist los bei denen? Damit kaufst du für ein, zwei Gold irgendwas kaufen. Jetzt kaufst du das hier für. GTA Junge. confirmed. Naja, GTA confirmed, ohne Witz. Oh mein Gott, ich komme gar nicht mehr drauf klar. Ich bin jetzt 3 Wochen nur Motorrad gefahren im Spiel. Alter, mit einem Ich Pferd glaube, es war umzugehen. ziemlich. Ich glaube, es war ziemlich dumm, dass wir das Spiel gestartet haben, ey. Ach, naja. Ich wollte es starten. Ich freue mich drauf, mal wieder in Red Dead zu sein. Muss mich nur gerade wieder eingewöhnen. Ach komm, diese Schuhe gönne ich mir mal, Alter. Hosen. Da gibt es noch 50 Hose hier irgendwie. Und man kann jetzt Poker spielen. Mal. Ich muss dich jetzt aber leider überfallen. Heißt, du musst mir all dein Geld geben. Ich bin sowas gerade nicht in Stimmung, ey. Gib mir jetzt dein Geld oder ich nehme dein Pferd mit. So, schau mal, jetzt kannst du gerne mitnehmen. Bom, 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 hier ist nichts Besonderes. Das ist was. Ach. Komm, Digga, hör auf mich zu verarschen mit deinen komischen Sachen. Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Schmeck bitte nicht alles. Oh, Garderobe. Hosen. Wie lädt man nach? Viereck. Wie klettert man? Mein Kreis lädt zu nach Viereck, klettert so hoch. Die pfeifen die ganze Zeit. Ja, die wollen nicht pranken, Mann. Okay, ich bin entkommen. War noch nie ganz, aber fast. What? Der hat mich wieder. Ich werde sterben.
Was glaubst du? Ich versuche dir mal zu helfen. Hilfe, sie kommen. Die haben diesmal sogar Spürhunde dabei. Und bist du faust vor der Polizei ab? Ja. Okay, dann nicht. Da helfe ich dir nicht. Wo ist hier noch Barbier? Gibt es hier irgendwo ein Barbier? Mhm. Salon? Doch, da. Komm her, komm. Komm, komm, komm. Mal gucken, ob der irgendwas Neues hat. Levi. Okay, einer spielt Poker. Ah, hier war der Friseur. Saloon. Aussehen ändern. Ah, es gibt was Neues. Lichter werdend. Saubere Friese, Glatze, kurzer Afro, gestylte Friesen und so. Jo, was ist das, Alter? So, reiten wir jetzt mal rum, oder? Warte, ich guck grad mal bei Bert nochmal. Freiter. Kardine, Adliger, Backenbart, alter Niederländer, General. General. Jo, vor allem tja, dieser Bart, es gibt ein paar neue Bärte, Bert-Style, ey. Bert der Bärtige. Guck mal kurz bei Haaren eine andere Farbe oder so. Oh, der neue Revolver macht jetzt auch nichts irgendwie neu. Ja, was hast du denn erwartet, ey? Ganz ehrlich. Dass der mega fett ist. Ich weiß nicht, was meine Haare brennen, aber ich lasse jetzt einfach schwarz. Ih, hier ist ein Vampir, der verfolgt mich. Ih! Hilfe! Ja, bin jetzt schon auf dem Weg. Ey, Windmühle, komm her. Der schießt jemand einfach auf Unbeteiligte. Josh. Der Josh. Prinz Zuko, hi. Oh, Stalker ist wieder da. So. Ach man, mich nervt das mit diesem Outfit, ohne Witz. Probier das jetzt nochmal wegzumachen, vielleicht haben die das ja jetzt irgendwie gepatcht gekriegt, da muss ich das Outfit nochmal löschen. Mal gucken, ob es mal jetzt diesmal gelöscht bleibt. So, einmal hier. Junge, wo bist du, Alter? Du befindest dich am Arsch der Welt. Okay. Ich werde verfolgt. Mit. Das war ich, du Sack. So. Oh Gott. Arsch. Du Arsch.
Triss Killer, hi, lauf. was geht? Lauf, lieber, lauf. Scheißdreck. Ach, Manu. Ich hab keine Ausdauer mehr. Ich hoffe, dass mit dem Outfit klappt jetzt endlich mal, dass sie das gepatcht haben. Das hier. So. Jetzt mal gucken, ob ich das irgendwie wegmachen kann. Guck mal nach. Ich guck mal schnell nach einer neuen Hose. Hello, good to have you. So. Okay. Outfits. Eigene Outfits auf dem Pferd. Ja. Das sind jetzt die drei. Aber wieso komme ich nicht an die ran? Ich verstehe es einfach nicht. Outfits auf dem Pferd. Der neue Vogel sitzt bei uns auf dem Balkon. So, die sind jetzt auf dem Pferd gelagert. Dann guck mal erstmal nach, bevor du jetzt wieder wegrennst, so wild. Guck lieber erstmal nach, ob die wirklich auf dem Pferd sind, weil gleich beschwerst du dich eh wieder. Sind sie? Nee, aber ich kam an meine eigenen Outfits nie ran. Meine eigenen Outfits, die ich selbst erstellt habe, ich komme da nie ran. Die sind... Ich versteh's nicht. Und dann erscheint da auch immer so ein Ausrufezeichen unten in der Ecke. Was soll das bedeuten? Warte mal. Vielleicht, dass sie nicht kompatibel sind oder sowas. 2 von 3 Outfits auf dem Pferd. Ja, aber, hä? Das ergibt keinen Sinn. Ich komme ja hier nicht mal ran, egal was ich mache. So. 8 Gold für ein Halstuch, wollen die mich verarschen? Hey, wo sind meine Outfits? Alter. Jetzt. So, aber das sind doch nur die drei. So, das sind die drei Outfits. Wieso habe ich dann immer wieder dieses eine Outfit an? Ich verstehe das nicht. Ich habe es nicht mal auf dem Pferd gelagert. Kann das sein, dass du diese Outfits nicht gespeichert hast oder so? Weiß ja nicht, doch. Also bei mir ist das die so, sind wenn ich ja jetzt... bei gespeicherter Outfits sind die, aber ich kann sie nicht mehr auswählen, verstehst du? Die sind wie so geschwärzt, so dunkel halt. Aha. Da steht Outfit 1, also gespeichertes Outfit 1, 2 und 3 und ich komme da nicht mehr ran. Vor allem, mal ganz abgesehen davon, selbst wenn es schon auf dem Pferd, selbst wenn du das Outfit schon speichert, dann ist es direkt auf dem Pferd schon gelagert eigentlich, ne? So. Ja, aber da sind die ja auch, ne? Komisch. Also ich rede von meinem Anfangsoutfit, ne? Das, was man sich am Anfang zuerst bekommen hat, nachdem man aus dem Knast ausgebrochen ist. So, und das werde ich nicht mehr los. Immer wenn ich sterbe, habe ich wieder mein Standard-Outfit an. Ob das vielleicht irgendein Bug ist? Ich muss erstmal wieder echt hier mit der Steuerung klarkommen. Boah, das ist wieder voll was anderes. Ich hasse das immer. Geh mal zum Hehler, vielleicht hat der was Neues. Und du hast deine Bugs mit den Outfits, ich habe einen Bug mit meinem Pferd.
Ah, das bei dir ist kein Bug. So. Kaufen. Wurfmesser. Schlacht bei Tomahawk Machete. Revolver. Das Messer. Nee, hier gibt's leider nichts Neues. Hier ist die Straßenbahn. Au. Oh. Waffenöl. Nee, leider nichts Neues. Kann ich was verkaufen? Fine, sure. Wow, oh. Me. Look at what you can. A family heirloom, I'm sure. Ja, bin ich hier nicht richtig oder musst du einen Hintereingang benutzen? Hintereingang. Boah, hier vor ist der Bazar, Alter. Ja, Mann. Gehen wir hier einkaufen? Komm, wir gehen ins türkische Bazar. Gehen jetzt Köfter essen. Das ist mein Outfit. Das sieht aus, ne? Wie ein feiner Herr, Alter, wie so ein Franzose. Ja, Mann, ne? Und ich sehe aus wie ein Waldmensch. Mega, was ist das für ein Ort, ey? Oh, ne Miet! Süß! Arme Miet, hier schießen sie überall, hä? Guck mal, ist ein Japaner! Junge, was ist ein Koreaner? Ist ein Japaner! Ja, ja, hä? Wir sind ja hier auch in Chinatown. Das sind Chinesen. Glaube ich, oder? Liege ich jetzt falsch? Geil. Ja, Alter, doch, das sind Chinesen hier. Die Katze, voll süß! China, willkommen in China. I want. I don't want any trouble. Just let me be. I want to be ninja. Turbine weg in China. Dong. Kaufen wir so einen Teppich? Ist das ein Japaner? Mind yourself? Nein. Man kann doch jetzt so einen Teppich um sich tragen, ne? Echt? Mhm, kannst also du aber. Mexikanisch Outfit, ne? Genau. Das ist italienisch. Weiß, aber ich meinte jetzt so. Eddie geht mit uns mit. Dreh mich so um, boah. Ich hab die voll in Bubis gepackt. Yo! Oh. Junge, man schlägt keine Frauen, ey! Warte, ich lass sie. Man schlägt keine Ich hab Frauen. Sie doch nur am Hals gepackt. Guck mal, wie schmutzig die sind jetzt wegrennen. Oh. Warte, aber den hier dürfen wir packen. Ah, ne, dürfen wir auch nicht, der ist der, farbig. Das CJ, guck mal, das CJ. Ja, aber den dürfen wir auch nicht packen, der ist farbig, ja. Das wäre dann rassistisch. Geh mal in Ego, bitte guck dir mal seine Crack-Augen an. Guck mal, wie auf. Was, deine Crack-Augen? Wo bist denn du? Guck doch mal. Hier, von den Typen da, guck mal. Drüben ist auch ein CJ. Junge, lass ihn in Ruhe, der hat doch nichts gemacht. Wow, ey! Wo? Lol, ich wollte den Revolver gar nicht nehmen. Ich wollte. What the fuck? Zeuge! Scheiße, wir müssen weg hier. Renn! Der Schwarze. Nee, der Zeuge hat noch nichts. So, jetzt ist alles gut, wir können hier bleiben. Hat der was gesehen da? Hast du was gesehen? Der Kutscher hat was gesehen. Hast du was gesehen, mein Freund? Oh. Ich habe aus Versehen gedrückt. Wir müssen verschwinden von hier, komm. Scheiße, wir müssen weg. Weg hier. Warte, wir gehen so. Du hast deinen Hut vergessen, Bro. Scheiße, das ist Beweismittel DNA. DNA? Hier ist ein Mercedes-Benz. Ja, in den Haaren ist auch DNA. Hier, Golf 5. Ja. Brauchst du? Ne, das ist der neue Renault. Ja, genau. Let's go. Scheiße. Schnell. Der Typ war ein Gesetzeshüter, Mann. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab Post. Auf die Autobahn. Ich bin auf Autobahn A2 rausgefahren. Genau. Das war definitiv A2.
Geil. Und das Geile ist, hier brauchst du dir keine Sorgen um Dings machen, um Ausdauer, weil du kannst hier durchdrücken, passiert nichts. Voll unnötig, aber ja. Ich stelle unser Pferd außer Dienst. Okay. Guck mal, das ist wie GTA, dieses Grip-Boosting so, so weißt du, wenn du die ganze Zeit links und rechts über die Schiene fährst, dann boostet er so. Guck mal, der neue Roller. Seit wann gibt's diese komischen Dinger da, wo die anzeigen, wann der Zug... Ey, das sieht alles so anders aus. Ist das auch mal aufgefallen? Guck mal. Vor allem, seit wann steht dieses Gebäude? Da kannst du es mir mal sagen. Seit wann? Jetzt mal ohne Witz, seit wann? Was mache ich gerade? LOL! Hä? Der Revolver ist gleichzeitig eine Flinte und ein Revolver. Warte. LOL. Warte, jetzt ist Revolver. Guck mal, wie der schießt. Nee, jetzt war er Flinte. Guck mal. Schrotflinte. LOL. Und jetzt ist er ein Revolver, warte. Jetzt ist er normal. LOL. Okay, er ist also doch was Neues. Nick, aber kannst du mir trotzdem mal sagen, seit wann das hier alles ist? Wir sind hier so oft hergeritten, hier war nie dieses Gebäude. Hä, doch, das war schon immer da. Hä, da bin ich... Doch, kein Blitz, doch, da bin ich in der Story sogar drauf rumgeklettert, deswegen weiß ich das. Ob doch, der Glitch doch noch geht mit den reinwerfen? Keine Ahnung, müssen wir ausprobieren. Hier, geil. Aber das Ding, das sieht so modern aus. Guck mal. Ah, die haben sich weiterentwickelt. Geil, wir können hier voll Parcours machen. Monsieur, bleiben Sie stehen. Nächster, neu über meine Leiche. Scheiße. Ich komm nebenbei. Doch, ich komm weiter hoch. Pardon. Nur über meine Leiche. Pardon, Michel. Pardon. Ah, hier, hier. Ja. So, jetzt ist cool. Geil. Ich komm mir vor wie Assassin's Creed, Mann. Oh. Alter, jetzt geht Twitch einfach aus. Geil. Stream beendet? Nein. Nee, vom Handy. Okay, durch. Dann können wir jetzt Feierabend machen. Okay, dann gehen wir kurz zocken. Feierabendbier. Du geil. Hat irgendjemand was geschrieben? Wo? Im Chat. Ja. Einer hat geschrieben, hey ja, Partner, einer hi und einer moin. Okay. Erstmal moin an euch alle. Wie geht's? Howdy, Partners. Howdy, Mister. Howdy, Mister. Jetzt musst du noch viel unbeteiligter sagen, so. Howdy, Mister. Das klingt jetzt eher schon so leicht aggressiv. Howdy, Mister. Das Ding ist halt Abermorgen. Ich bin einfach runtergefallen gerade. Alter, wie sich das anhört. Hä, lauf mal auf dem, lauf mal hier drauf. Hörst du das? Wieder so dung, dung. Alter, wie die einfach sogar den Sound von dem Rohr gemacht haben, what the fuck? Realistisch, ne? Ja, Alter. Mega. Boah, Days Gone war so scheiße unrealistisch von den Details, dass das hier schon wieder auf einmal Number One ist. Alter, da drüben rennt einer. Ein Spieler. Ja, Alter, jagt aber. Der Schwarz! Schießt ihn an, der Schwarz! What? Er versteckt sich hinter dem Baumstumpf. Wow! Ah! Jetzt kommen wir hatten. Ich bin gefallen. Ist gestorben. Ja. Ach, da bist du fast eine Leiche. Ah, es funktioniert nicht. Ich hab wieder mein Standard-Outfit an. Uff. Hier steht, ich muss dich beschützen. Entkomme dem Attentat durch Angel of Doom. Was? Was hab ich denn gemacht? Ja, böse Sachen, wie immer. Wahrscheinlich ist das der Typ, den wir da angeschossen haben. Den wir angeschossen haben. Wir können voll den Remix draus machen, ey. Weißt du, wenn du realisierst. Hast du den Zaun hier umgerannt? Nein. Nein.
Ist der immer noch da? Da ist hinter Baumsturm, Vorsicht. Wow, aber ich habe sein Pferd getroffen. Aus Versehen eher, aber. Alter, der Revolver ist voll geil. Warte mal, aber siehst du da auch wie. Warte mal. Ja, das wird der falsche. Ich hab ihm diesen Headshot gegeben, aber ich habe ihn verprügelt. Ah, man sieht sogar die verschiedenen Munition. Ah, das kann ich auch. Alter, what the fuck? Der Revolver ist ja lol. So eine Schöpfermarrickerei. Der Revolver ist geil. Junge, sei mal dankbar, dass ich den Typen in die Fresse versohlt habe, ey. Schnell weg, komm. Ich nehm dich mit, ich schütze dich. Ich muss dich schützen. Hau ab von hier, komm. Wir gehen an den sicheren Ort. Weißt du noch im Sumpf diese kleine Kirche, die wir entdeckt haben? Oh, da ist der Typ, der mich killen soll. Du reitest gerade auf ihn zu, ne? Da kommt er. Alter, hörst du die Krokodile? What the fuck? Hast du das gerade gehört? Na, danke. What? Hey, wie ich konnte hab doch gesagt, der dich kriegen? Du rennst voll auf ihn zu. Ja, ich bin ja jetzt aber extra weggerannt. Was soll ich denn machen? Wow. Was soll ich denn machen? Jetzt ist wenigstens die Mission vorbei. Komm, wir rennen jetzt weg für immer. Zusammen, Hand in Hand. Okay, ins Wunderland. Ja, Mann. Aber wir können ja ey, wir leben jetzt im Wald. Zur Kirche gehen. Ja, lass uns zu der Kirche gehen da. Weißt du die kleine Kirche da? Ja, aber wo ist die? Oh, gut, irgendwo mitten im Sumpf war die, warte mal. Alter, hörst du die Krokodile? Wie laut? Ey, hier wird mir der legendäre Krokodil angezeigt, warum? Warum kann ich nie absteigen? Ich konnte das aber auch gerade nicht. Ach, weiß ich, das Pferd an. Das sieht hier alles so anders aus, hier ist ein Krokodil. Hast du auch das Gefühl, dass es hier irgendwie ein bisschen anders aussieht als gewöhnlich? Die Grafik ist besser. Alter, guck dir mal meine Revolver an. Da müssen wir mal sagen, was das hier ist. Was? Wo bin ich hier? Bin ich hier bei der Hexe gelandet, oder? Ja, Hände hoch. Oh, scheiße. Nee, so angeblich ein Geist leben. In der Story zumindest. The water is black with... Was? The water is black with venom? Was? Ich denke mal, die werden hier nicht den Venom... Oder? Da oben. Hier ist doch. Hä? Lol. Hä, die werden aber nicht den Venom meinen, oder? Von Marvel. Oder hat Venom irgendeine Bedeutung im Deutschen? Naja, Venom heißt eigentlich wahrscheinlich nichts. Also Venom hat viele Bedeutungen, das kann auch wahrscheinlich irgendwie was... Aber gerade weil die Schwarz und Venom in Verbindung bringen, weil Venom ist ja schwarz. The fuck? Das Wasser ist schwarz mit Venom? Hä, was soll es bedeuten? Warte mal, jetzt muss ich die Bedeutung von Venom googeln. Das Vermintgewehr ist so unnötig. Ja, es ist ja auch zur Jagd und nicht zum Killen. Da habe ich doch gerade den Krokodil fünfmal angeschossen oder so, nichts passiert. Oh, das ist für kleine Tiere. Das Vermintgewehr. Für little animals. Aber es kann trotzdem Damage machen. So ist es nicht. Und es kann man damit einen Headshot geben. Das geht auch. Wenn, Gift. Ah. Ich bin mal, ja, okay. Ich bin mal ganz kurz weg, ja, dauert nur eine Minute. Hä, Leute, aber wenn Venom Gift bedeutet, heißt nie Poison Gift?
Warte mal, wenn ich jetzt mal andersrum das übersetze. Gift. Dann kommt hier Poison. Genau. Wenn ich Gift eingebe, kommt Poison. Wieso kann man das dann auch Venom nennen? Venom. Gift. Das verstehe ich nicht. Ah, das hat mehrere. Okay, man kann Poison sagen, Venom, Toxin und Bane. Das sagt, habe ich auch noch nie gehört. Bane. Okay. Interessant. Das wusste ich gar nicht. Das wusste ich nicht. Venom heißt Gift. Interessant. So, mal gucken, ob wir vielleicht gerade was jagen können. Ich habe ja auch, was ist das? Ah ne, das ist die Schrotflinte. Ach, Reptilkarabiner geht. Hä? Ach, stimmt, da habe ich einen. Ich habe mich gerade gewundert. Ich dachte, das ist doch die Sniper. Boah, sogar mit einem Schuss. Boah, ne Mist, ich mach mir gleich noch einen Kaffee, wenn das so weitergeht, ey. Ja, mach doch. Hm? Mach doch. Dann jammerst du wenigstens nicht. Halt die Fresse. Hä? Ich verstehe es einfach nicht. Das mit dem Jagen raff ich einfach nicht. Ich habe gerade ein Krokodil-Headshot gegeben. Wieso ist jetzt das ganze Fell schlecht? Ich verstehe es nicht. Der war schon von Anfang an schlecht. Wie, der war von Anfang an schlecht? Hm. Ein schlechtes Krokodil. Hm. Als ich ihn angezielt habe, hatte der nur einen Stern. Die haben schon Sterne, wenn man... Stimmt. Okay. Die sind alle hier voll schlecht. Mein Pferd dreht durch. Hast du Angst vor dem Krokodil da? Ja. Kommst du mit? Oder bleibst du hier? Ich bin hier oben auf der Schiene. Ah, du bist da unten. Oh. Howdy, Partner. Howdy. Nee. Ich hab mit nicht hier. Isst du jetzt auch noch? Du bist ja gleich noch mehr müde. Ich würde noch von Essen mehr müde? Oh, jetzt habe ich Angst. Ja, schon wegen Verdauen und so. Nutella hält wach, Alter. Na gut, Zucker, doch. Zucker putzt schon wieder auf. Ja. Das ist auch richtig. Ja. Aber ich glaube, na doch, im Nutella ist eigentlich sogar sehr viel Zucker drin. Da ist richtig viel Zucker, Mann. Aber es schmeckt. Wollen wir Boot fahren? Ja, wollte gerade sagen, lass Boot fahren. Warte. Shoot him! Nein. Shoot him on his head! Man! Oh, Alter, der hat auch ein. Leute. Früher haben die sogar ihre Revolver mit aufs Boot genommen. Aber hier sind keine Drogendealer, ne? Willst du fahren? Nee, ich will mitfahren. Okay. Aber blöd, dann tue ich ihn. Ja gut, 5 Revolver Munition, nicht schlecht, ein cooles Gewehr. Also coole Revolver, das hast ein geiles Design. Na Mann. Hä? Ach, aber bitte. Alter. Früher sind die Leute so voll mit einem davon gekommen. Weißt du, guck mal, wenn du jemanden hier im Sumpf irgendwo ermordest, das hat früher kein Schwein mitgekriegt. Na. So, wir müssen nur mal wissen, wo wir jetzt hinfahren. Ach stimmt, wir wollen. Warte, ich weiß wohin. Die Grafik sieht aber echt schick aus. Sieht schon fast aus wie im Story, ne? Ja. Nicht schlecht. Es wird immer besser. Nicht mehr so körnig, so alles schön klar, so. Die Framerate ist auch nicht mehr so. Stimmt, die Frame, Alter, ist auch nicht mehr so schlecht. Ist so, das ist schon eine flüssige 30 so, ne? Voll geil. Ja. Haben animationstechnisch verbessert. Dein Bart ist mehr Bimbo-mäßig geworden, weißt du? Bimbo-mäßig. Ich habe eine coole Hose gekauft. Da sind zwei Vögel im Wasser, die jetzt wieder verschwinden. Oder die Vögel, die letztens auf dem Wasser gesessen haben, weißt du? Die vögelnden Vögel. Ja, das ist bei dir.
Du bist ein Vogel und vögelst, also. Ich habe schon wieder Hunger. Ich habe auch Hunger, Alter. Ich habe vorhin was gegessen, Mann. Ich habe immer Hunger. Oh, jetzt fängt es auch noch an zu pissen. Ja, ich habe auch mal Hunger, aber muss ich mal kontrollieren. Jetzt scheint bei mir die Sonne draußen. Eben war noch Regen und bewölkt. Jetzt bei mir blauer Himmel und Sonne. Bei mir ist es pissig hier. Real life und bei dir unten ist es pissig hier hinten. Ja. Ey, was macht der da drüben? Guck mal. Ja, so Gangangriff. Nee, dann wird es rot anzeigen. Was ist das denn? Oh, das war ein Krokodilwasser. Keine Ahnung, was der Typ da macht. Alter, ich finde das so geil. Siehst du das, wie unser Boot so eine Welle hinter sich herzieht? An der Seite? Ja, aber weißt du, was ich auch geil finde, wenn du hinterm Boot guckst, das, wie das Wasser so hinterher zieht, so nach dem Boot, weißt du so? Ja. Alter. Ja. Boah, ey, das Ding ist wirklich, das habe ich auch in Days Gone gesagt, wenn du Red Dead Redemption gespielt hast, bist du sau verwöhnt. Was Details und so angeht. Weil, zum Beispiel alleine in Days Gone war das so, weißt du, wenn du Feinde getötet hast, waren die so wie durchsichtig, weißt du? Du bist nie über die drüber gefahren, sondern durch die durch dann mit dem Motorrad. Und du konntest die auch nicht mehr anschießen, sondern du hast dann praktisch so in den Boden geschossen. What the fuck? Na, das ist halt voll nervig. Es nimmt halt so ein bisschen dieses Detail. Ach scheiße, war hier nie wieder diese Brücke? Wo man nicht durchkommt? Ja, doch. Scheiße. Mich nervt, dass die Krokodile. Mach mal Karamellage gegen das Boot. So. Oh, beide Boote versinken so. Hä? What the fuck? Das ist der. Das ist der Schwarze von gerade. Lol. Na, hör doch auf! Oh Mann! Alter Mann, wir müssen mal friedlich spielen. Komm ey, stell nie so an. Der hatte dich vorhin versucht zu töten, was erwartest du, Mann? Tja, aber so hätte man mal zeigen können, dass man friedlich ist. Jetzt wird er uns wieder killen. Quatsch. Alter, der Himmel, Alter. Wenn er sein Boot wieder hat, dann ist er das auch egal. Mal hofft das mal. Das hört sich so chillig an, das war so satisfying für die Ohren, weißt du? Ist echt so, Alter. Man wird voll entspannt. Ist wie in Real Life. Ja, Mann, ey. Und dieses Wasser, ne? Scheiße, unter der Brücke kommen wir nicht durch. Und ich frage mich gerade die ganze Zeit, was mein Charakter macht. Der Hocker. Achso, ihm ist kalt. Okay. Ja. Spring mal aus dem Boot, dann spring mal raus. Okay, warte. Hier? Jetzt, ja. Spring raus. Schnell. Ach, scheiße, falsche Taste. Ah. Shit. Alter, einmal sowas funktionieren. Einmal. Bleib aus dem Boot raus. Ja, relax. Geh mal, du musst ein bisschen weiter hier. Du musst ein bisschen ins tiefere Wasser. Du bist hier voll am Ufer. Du musst hier so reinfahren. Wow. So. Versuch Nummer 2. Ja.
Warum haben die das überhaupt so gemacht, Alter? Weiß nicht. Ach, Mann, oh. Das Boot ist gesteckt geblieben. Oh lol, ich bin durch. Hey lol. Versuch du mal von der anderen Seite einzusteigen. Versuch, geh mal an das Boot und versuch mal einzusteigen. Okay, bin ich in einem Boot. Ja, ich meine Dreieck. Kannst du ins Boot? Ans Steuer? Nee, kann ich nicht. Nee, geht nicht. Sorry. Sag, geh mal raus. Mist. Aber warte, ich weiß wie. Bleib du am Boot. Na, warte, ja. Warte. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Also ich versuche das Boot gerade zu schieben, aber es bringt nichts. Ist draußen. Wow! Am Schreien der, war. Der Krokodil ein. Hat mich gebissen, aber da war dann dieser Strand und dann hat er nicht mehr gebissen, also. Vor allem der Krokodil. Nee. Schaffst du es jetzt? Hey, wer ist nein, der denn? Aber wer ist das? Weiß ich nicht. Wenn er eine Waffe zieht, töte ihn. Ja, mach was, töte ihn, ja. Töte ihn. Hab ich. Oh Meister, fahren Sie weiter. Wird schwierig. Raus hier! Oh Mann. Oh Gott. Das ist der Schwarze, den wir vorhin gekillt haben. Der hat jetzt einen Kollegen dazu geholt. Why? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall bin ich tot. Tja. Wir werden ordentlich gefickt, gefistet und hart penetriert, ne? Können wir nicht auf uns sitzen lassen. Ich glaube, wir müssen es aber auf uns sitzen lassen. Mano. Vor allem, da fragst du dich dann noch manchmal, woher die so ein Aim haben, ne? Aimbots.
Ist er tot? Nein. Er holt mich einfach. Wie? Wie? Sei mal ehrlich, wie hat er das gemacht? Mit Glück? Wenn man Glück hat, dann hat man Glück. Boah, Junge, der hat so ein Aim bis hierhin. Ja. Junge! Wie? Beleb mich mal. Ich muss mein Leben aufgeben. Das war so geil. Ich hab's so irgendwie erwartet, dass es passiert. Ich auch. Ich dachte aber noch, ich könnte dich retten, aber dann. War so richtig, weißt du, ich hab so gewartet, wie auf einmal so das Blut spritzt. Bam, so, weißt du. Ja. Oh Mann, das war so mies. Komm, wir runter ab. Ich komm schon wieder hier hin. Let's get the hell out of here. Komm. Back in time. Ah, oh, Junge, war das für. Ah, ja, die sind schon hinter uns gespawnt? Ne, würde schon sagen. Hier. Hier ist unsere Wohnung. Ne, hier ist zu, scheiße. Okay. Ah. Ja, Reiter weg, ey, ist okay. Hä? Wieso bist du abgestiegen? Schnell, die kommen da. Die kommen in der Kutsche. Wir müssen schnell irgendwo hier. In der Kutsche. Dreh ich mich dann einfach um und sie haben diese Kutsche da. Die da so langsam anpuckert, ey. Hier können sie uns nicht folgen. Durch Wasser rennen. Wieso ist dein Pferd so schnell durch Wasser, hä? Ich hab ein Seepferdchen, also. Mein Pferd hat das Seepferdchen gemacht beim Schwimmunterricht. Hier ist uns heute. Feine Angst. Da werden mir irgendwelche Feinde angezeigt. Oh Gott, was sind die das? Nein, das ist NPCs. Oh, die sind bei unserer Wohnung. Alter. Was machen die in unserer Wohnung? Weiß ich nicht. Ich kümmere mich um die Typen hier draußen. Da hinten kommen die Typen wieder, ne? Schnell, wir müssen in unsere Wohnung, da sind wir sicher. Da steht, beschütze die fremde Person auf ihrem Weg zum Sheriffsbüro vom Rhodes. Okay, nimm du die mit auf der Kutsche und ich reite auf dem Pferd. Er will nur mit, ja, okay. Wieso geht er mit mir? Weiß ich nicht. Alter, sag dir mal was. Schnell weg. Ah! Ich weiß hinterher. Du musst mich beschützen. Oh Gott, sie kommen! Meine Kutsche ist nicht so schnell, Nick. Hilfe! Oh Gott, ah! Ich bin tot. Hast du gerade ernsthaft gemault? Wie das aussah! Wie der Typ auf die Schnauze geflogen ist mit mir. Weißt du, fliegen beide so durch die Luft und beide so buff wie zwei Säcke so auf die Wiese. Willst du nicht bei mir aufsteigen? Das sah gerade so geil. Passen wir da zu dritt drauf? Ja, klar, wir passen alle darauf.
Oh Mann, dazu musst du aber das Lied singen. Oh Mann, geil. Wir fahren jetzt nach Valentine. I had a girl in Valentine, goes around on the right. Ich kenne das Lied nicht auswendig, also halt dein Maul. Das musst du aber lernen jetzt. Oh Gott! Ich hab den einfach umgebracht. What the fuck? Vor allem wie er dort lag, Alter. Wie so ein Wurm, der sich auf den Boden krümmt. Alter. Oh mein Gott. Das wie kann der Typ eigentlich sitzen, wenn wir im Berg hochfahren? Weiß ich nicht. Müsste der jetzt einfach so voll runter? Der hat so, der hat wie so eine Spinne, so Widerhaken am Arsch. Na, guck mal, Mercedes-Benz. Ja, Mann. Boah, da fallen unser Gefolge so hinter uns, die Pferde, so. Ja. Ah, das ist geil. Oh Mann. Kennst du diese VW-Busse? Ja. Das ist das, was wir will gerade fahren, das ist ein VW-Bus. Damals VW-Bus. VW-Bus 1800 irgendwas Color Rice. Nice, was bekommen wir jetzt? 80 Goldbahn? Wäre schon Maximum, ne? Oh ja. Das wäre Maximum. Ne, ich stehe einfach nur rum. Ja, doch, Geld und ein paar Goldbarren. Na, immerhin. Ne, das sind Busgold Nuggets. Paar Goldbarren wäre schön. Weißt du, wo wir in diesem Haus hier gekämpft haben beim Büchsenmacher? Ne, ja. War das beim Büchsenmacher? Doch, beim Büchsenmacher war das. Da wo wir uns hier richtig. Ja, so... waren wir nicht hier drinnen und haben hier nach draußen so geballert? Ja. Alter, mit den Sheriffs so zusammen? Ja, ja, das war voll heftig. Alter. Dann du so, nee, Daniel, ich vom Bett rüber gesprungen gerannt zu dir. Boah. War das nicht die Zeit, wo ich immer hingerannt bin, alle gemessert hab? Ja, ja. Und man, weißt du, so richtig so tschick, 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 durchs Gras so. Weißt du, komm, weißt du, wie das aussieht, mit wie wenn wir so machen, so. Das ist Russentanz, ey. Ja, Mann. Oh, hier, guck, hier ist die Tür offen. Hello. Hello, Mister. Bitte alles an Geld. Ach, scheiße. Ich kann ihn gar nicht überfallen. Warte, was hat er so im Katalog? Ich will auch mal so im Katalog durchgucken. Give me your Katalog. Cadillac. Warte, kann ich das angucken? Ging das irgendwie? Boah, ist der gemein. Da sagt so, oh, sorry, ich wusste nicht, dass du lesen kannst. Könnte man sich die Outfits irgendwie angucken? Ach, hier. Da musst du drauf. Jo, Alter, voll der Mexikaner. Gottes Willen. Aber ich wollte Franzose bleiben, deswegen habe ich mich so angezogen. Ah, oh, ich bin zufrieden beim Outfit. Alles gut. Ja. Und die Hosen finde ich immer scheiße. Hier ist ein Spieler. Jo, Alter. Was macht der Spiel? Was macht der Spieler? Ein Spiel. Wow, Nick. Jetzt habe ich aber richtig einen rausgehauen, oder? Ja, Mann, ultra schlau, Mann. So, was haben wir hier? Ach ne, brauche ich alles, ne. Brauchst du einen Hosenträger? Bist du auch noch da? Mehr. Jetzt gehen wir so mit ihm raus, er schlachtet uns ab. Gut, bist du rausgegangen? Ich habe meinen Revolver schon griffbereit. Ah ne, er klaut mein Pferd. Warte, was? Nein, Spaß. Wisst ihr, das aussieht, wenn man so langsam sich bewegt, so als ob man so, keine Ahnung, so Zeitloop-Sit wäre, so, weißt du?
Hände hoch. Sonst muss ich dich mit meinem. Okay, relax, Digga, relax. Ja, Geld, gib mal, Geld. Können Sie aber mir mal sagen, wie man nochmal Emotes macht, weil sonst kann ich ja gar nicht. Achso, Moment, ich hab's. Weißt du, halbe nee, Stunde, bis so Reaktion kommt. Ey, willst du Stress, Alter? Willst du Stress? Willst du Stress? Der wollte ich eile schon so voll zu, ich eile so voll zur Hilfe und er. Der wollte Stress. Wie der da liegt. Guck mal, wie der da liegt. Sieht aus wie Maika ein bisschen, ne? Bei dir sehen irgendwie alle aus wie Maika. Maika macht das Würstchen. Maika, er macht das Würstchen. Würstchen. Was? Guck mal, wo ich den reingeworfen habe. Warte, ich schick dir einen Screenshot. Aber guck dir das jetzt sofort an. Aber je. Yeah. Ach, guck ich mir da an. Spaß. Das heißt, du siehst das selber. Guck, ich hab dir ein Bild geschickt. Wo denn? Na, ich hab das gekillt. Wo hast du mir das denn geschickt? PSN. Was macht mein Handy? Hä? Ist einfach ausgegangen. Geil. Wo Handy? Hallo. Was? Wo hast du mir das geschickt? PSN, Junge. Warum sagst du dein Handy? Ich hab nicht Handy gesagt. Ich hab PSN gesagt. Ach, hast du Handy gesagt? Ich hab. Ihr könnt es leider nicht sehen, weil. Baum. Ihr, steig auf. Mach hinne! Mach noch hinne! Steig doch auf! Ah! Mein Pferd muss alles einstecken. Die haben voll gegen meine Waffe geschossen, ich habe keinen Schaden gekriegt. Oh Gott, halt dich fest! Jetzt ist es so, den meisten wie bei DuckTales, wo fuck durch diese Schweine fliegen, also wenn die ganzen Tiere so erst rauskommen so. Na, daran erinnere ich mich nicht mehr, aber ich kann es mir vorstellen. Oh Gott, wir sind im Wald. Unser Zuhause. Das Gefühl, ich ja. Ey, wir sind zu Hause. Dieses eine Schiff? War hier nicht dieses eine Schiff, wo du voll rumgebackt bist? Ja, das auch, aber hier ist noch was. Komm mal mit. Weißt du noch, was hier ist oder war? Mhm. Weißt du, ne? Ich meine, irgendwie war da hier irgend so ein Camp oder so. Oh! Weißt du, wer hier war? Hier warst du doch in der Story, erinnerst du dich nicht mehr? Dutch van der Linde. Aber wieso steht hier sogar das Camp? Keine Ahnung, der Typ, der sieht aus wie so ein Gaylord. Ich habe ihn jetzt nicht deswegen gekillt, ne? Hä, vor allem, wir gehen einfach in Camp bei anderen Leuten, killen die und keinen juckt. Das verbuggt deswegen immer in der Kiste, Leute, weil das für euch zensiert ist. Das wäre zu brutal. Jo, Alter, aber wir löschen weißt, einfach eine ganze ist, Gang aus. Und weißt du, was das Lustige ist? Was denn? Ja, wir haben gerade welche getötet, die andere Feinde hatten. Oh. Hunger.
Spaß, Leute. Warte, überlass ihn mir. Hä, hey, wie die andere Feinde hatten, wie meinst du das? Nein. Nee, das war dann doch nur der Spieler, gegen den sie sich verteidigt haben. Yo. The fuck, was war das? Der Typ, den wir gerade gekillt haben, der schmeißt mit Hackbomben. Schmeißt mit Bomben um sich. Ach du Scheiße. Hast du ihn? Überlass ihn mir. Ach man, und er killt ihn, Alter. Der, er lebt doch noch. Ja. Er lebt doch noch. Nee, tut er überhaupt nicht. Ist ja da, du hast ihn. Du hast ihn bei mir gemessert. Nee, ich habe ihn nur umgeworfen. So, oh, ich dachte, er wäre schon tot. Auf jeden Fall hat er gerade noch gelebt. Das machst du in Red Dead dauernd, meine Kills klauen. Ach, das ist wie ein GTA, das ist ja auch nur beschwert. Komm, hol ihn dir. Endlich. Sieben. Ja, aber Sieben. Der ist schlecht. Aber ist schon traurig, dass er uns verfolgt hat bis hierhin, ne? Ja. Und er tut es wieder. Ach komm, NPCs, Alter. Außerdem habe ich dir dein Leben gerettet. Weißt du, was ich jetzt mache? Aber jetzt warte ich immer, bis du einen killst und dann kill ich ihn direkt vor dir weg. Schaffst du nicht, ich bin zu schnell. Vor allem bei mir stand, du bist Zeuge. Wie Zeuge? Oh. Also bei mir warst du Zeuge vom, Wow, was ist das? Oh ne, ich will den Hund nicht killen. Mano. Ich hab damit kein Problem gehabt. Ich schon. Wo ist denn der Spieler hin? Ach da, da ist er. Geht du Lauch. Ah, wieder ein Hund. Warte, I help you. Wieso hast du mich gekillt? Endlich. Weil es... Das hat mir jetzt Befriedigung verschafft. Willst du mich verarschen? Wir sind ein Trupp. Okay, nicht mehr. Wichser. Warte, aber warte mal kurz, muss ich kurz Munition kaufen, bevor du das. Warte, hier ist Sausage Party, Mann. Mann. Oh. Der Fettsack hat mich erschießt. Ich hol mir Sausage Party jetzt. Sausage Party? Wie heißt der? Der heißt doch so. Ja, Sausage oder so. Also. Easy. Sausage ist... So das sagt. War Geo. Das bin ich. Von wo bist du? Junge, das bedeutet sag ich doch, das ist Wichser. Dafür, dass du mir mal alle Kills klaust. Junge, jetzt fick ich dich, Alter. Jetzt bumm ich dich, du Wichser. Sei froh, dass ich mich hier umgedreht habe, dass du gnädig war und ich nicht vorher schon erschossen habe. Du Kopf, ey. Hey. Grr.
Krieg! Mann! Hä? Hey, wie hast du mich jetzt noch gekriegt? Du warst noch am Boden und hast mich erschossen. What? Mhm. Du redest hier mit Revolver Master. Mit was? Revolver Master. Achso. What? Hey, wie konntest du mich sehen, wenn ich dich nie sehen kann? Weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Oh, meine Katze macht wieder Theater. Mann. Schauen wir da. Ja. Boah, Alter, die Blätter, ne? Geil. Könnte man noch mal rollen eigentlich? Zielen, dann Viereck nach links oder rechts und fällt noch hin und her. Bist du? Campt da jemand? Nee. Nee. Absolut nicht. Komm mal kurz raus. Nö. Hier oben schießen welche. Ja. Hä? Money? What the fuck? Wie ich renne. Bist du? Ich verteidige fremde Menschen. Mann! Oh. Scheiße! Ich bräuchte jemanden, der mir Kills klaut. Dringend! Jetzt auf einmal. What? Wie? Warte, ich hab den doch aber safe noch getroffen. What?
Wow. Kommen ja noch mehr. Was ist hier eigentlich für ein Camp? Ich verstehe nicht, was diese ganzen Camps sollen. Kannst du mir mal erklären? Wie diese ganzen Camps? Ja, woher kommen diese Camps? Die waren doch noch nie wirklich gewesen, also. Das sind NPC-Camps. Die machen die Welt ein bisschen belebter. Wie lange soll Alter, ich hier verteidigen? Was mit meinem Aim? Geht doch, ey. Meine, was ist mit der verdammten Person? Müssen wir die auch wegliefern, oder? Oder wie ist das jetzt? Mission abgeschlossen. Okay. Ich denke mal. $5. Gehen wir wieder in einen Drop. Oh, ne, das wollte ich gar nicht. Ich wollte gar nicht schießen. Du kannst die Waffe wegstecken, das kannst du vergessen. Ich wollte dich messern und nicht erschießen. Jetzt greift die Frau mich an, die du beschützt hast. Auch geil. Geschieht dir recht. Das ist der Opa, Junge. Aber lass die am Leben. I guess, ist zu spät. Wie, du hast jetzt rechtschaffende Leute gekillt. Ja, die wollten mich killen, also hab ich sie gekillt. So funktioniert das nicht. Wenn dich jemand Schwächeres killen will, musst du es zulassen. Ah, also, wenn du mich killen willst. Nee, ich, bei mir sollst du es nicht zulassen, weil ich bin stärker. Ach so, ja, okay. Klappt ja bis jetzt ganz gut. Ja, oder? Absolut. Ah, hier kann man gut looten. So viele wie hier da gerade herkamen, ey. Ist auch schon gelootet. Ich loote hier ein paar. Da oben ist noch einer. Die komische Tante und den Typen können wir nicht killen. Looten. Tot sind sie ja schon. Warum habt ihr das getan? Jo, er ballert ihr einfach die Birne weg. Ja, weil ich mich frage, warum die das getan haben. Ihre Gesichter müssen weg. Ja, warum können sie deinen besten Kumpel anschießen? Nein, verstehe ich nicht. Lol, das Ding bewegt sich ja. Du hast dir selber zuzuschreiben, warum ich dich anschießen musste. Du wolltest mich verraten an die Russen. Versagt der Franzose. Zeig mir dein Messer, dann zeig ich dir meins. Okay. Ich hab ein neues Haus. Oh geil, Nick, da will ich mit dir wohnen. Ich wohne hier. Alter, ich wohne hier. Ich bin im Wohnzimmer. jetzt will ich mit dir hier Bumsi Bumsi machen. Komm, wir gehen hier ins Schlafzimmer, hier hinten. Hier. Komm, lass uns Bumsi Bumsi machen. Ja. Jetzt. Oh. Oh. Ab hier ist jetzt nicht mehr jugendfrei. Bitte kurz abschalten. weißt du, was dann kommt? So, we be right back. Ja. Wir sind gleich zurück. Wow, ey, aber. Es gibt ja jetzt diese Inzestfrau und Typ, die sind jetzt auch hier im Online-Modus, ne? Stimmt. Können wir die töten gehen? Ja, komm, wir gehen sie töten. Warte, ich weiß sogar, wo die wohnt. Die wohnt hier unten in Bayern. In Bayern, sagt er. In Bayern!
Ah ne, warte, wir In müssen. Bayern, somebody told me. Was? Wir müssen hier hin. Okay. I folge you. Meine Katze will wieder nur essen, deswegen knuddelt die mit mir. Oh, Dosenöffner, mach auf. Oh. Scheiße, muss ich aber echt gleich machen. Alter, ist schon wieder 19 Uhr, what the fuck. Ey, morgen bekomme 19 ich. Uhr, hä? Ey, kannst du mir mal was erklären? Ich wollte jetzt mir ein Marvel-Buch bestellen, ne? Sowas wie ein Lexikon über Marvel-Charaktere. Damit ich mal ein bisschen mehr noch erfahre, so, ne? Ja. So, wollte ich mir bestellen, dann gibt es deutsche Versionen von den Büchern, die haben nur 200 Helden. So, dann gibt es aber englische Bücher, die haben 1200. So, aber die sind nie ins Deutsche übersetzt. Gibt's nur auf Englisch. Why the hell? Erledige die Kopfgeldjäger. Gejagt, auf dich ist ein Kopfgeld von 10.000. Hä, was? 10 Dollar? Dein Trupp hat die Jagd abgebrochen. Jagd vorüber. Geil. Auf jeden Fall, ja, was soll ich sagen? Ich schätze mal, dass diese noch nicht übersetzt wurden. Weißt du, wie ich meine? Au. Wie du an dem Baum lang, weißt du, wie so ein Bumerang, bist du so um den Baum. Ja, hab ich auch gerade gesehen, so voll um die Kurve, so, ne? Hast du an den Baum geklatscht und dann so rum in die Wiese. Alter. Das sah so geil aus. Aber geil, geil, dass das aufgenommen hast, da kann ich mir das mal später angucken, ey. Ja. Oh, das hatte ich jetzt auch in Days Gone, so eine Momente. Weißt, ich hatte ich das letztens erzählt, wo ich so ein Nest gesäubert habe. Weißt, da sind immer so fünf Zombies im Nest. So, hab ich die fünf erledigt. Auf einmal kommen nur 200 Zombies rausgerannt aus der Höhle. Ich schreiend wie ein Mädchen bin ich so weggerannt. Alter, das kam so random. Was kann ich helfen, aber nur wenn du willst? Prinz Zuko schreibt. Was willst du denn helfen? Hab ich mir auch so drauf gedacht. Ich meine, du kannst, wenn du es schaffst, in die Lobby kommen. Springen jetzt hier runter. Bob ist eingepennt. Wir sterben jetzt. LOL. Lol. Hä? What Alles Ja, klar. es kommt GTA-Flashbacks. Alter, what the fuck? Jedes Pferd hätte sich die Beine gebrochen. Oh, Prinz Nö. Zuko ist schon in der Lobby. Ja gut. Wenn man What kann, the f... wenn man es kann, dann kann man Wie? Junge, wie? Jetzt musst du uns noch finden. Ja, viel Spaß beim Suchen. Oh. Ich meine, du hast ja Anhaltspunkte, wo wir gerade lang reiten und du hast sogar das Ziel gesehen. Hast also Und du hast sogar Vorteile. eine Information gekriegt, die du nicht als Information aufnehmen kannst, aber du hast eine Information gekriegt, lol. Lol. Hashtag Grüße Dennis, er ist jetzt Säufer geworden. Ah, Dennis, Alter, hat er jetzt mal eine PlayStation? Geaddet hat er mich inzwischen endlich. Mich auch, aber ich glaube nicht. Und er, wie gesagt, ich habe ihn mal so gefragt und er ist irgendwie voll. Ich weiß nicht, ob er so zum Trinker wird, aber irgendwie trinkt er ziemlich gern, habe ich das Gefühl. Saufen, morgens, mittags, abends, wir wollen saufen. Der Hahn muss laufen. Erzähl das mal deiner Töchter. Ja. Mach ich wirklich? Mache. Laufen, abends mit der Kälte, Die versteht nur nichts. Wieso? Hä? Ne? Kick im Blasen, was? Ja, genau. Weißt, sie verstehen nur diese zwei Wörter nur so. Warte mal. Jetzt möchte ich das mal googeln. Jetzt will ich mal wissen, ne? Was ficken, saufen? Nein. Nee, blasen, ficken war es. What the fuck? Ob die wirklich so aussehen. Wer? Ach so.
Ja, die sehen alle gleich aus. Tschechische Frauen. Ja, okay, ne, aber da werden mir Omas vorgeschlagen. Oma! Ja, du hast es wahrscheinlich so gegoogelt, dass es zu sexuell ist. Ich habe eine tschechische Frau eingegeben. Okay, da ist eine, die ist in Pornodarstellung, eine, die hat richtig fette Boobies. Ja, okay, die haben schon, hey, die haben schon was zu bieten, sag ich mal, aber. Naja, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Alter, hast du noch eine Angel? Hm, natürlich. Geil, Angeln! Kann ich helfen? Wie, sie wollen mir helfen? Kann ich helfen? Kann ich... Ja. Sorry, da musst du... Sorry, da musst du... Du bist ein du bist ein wandelnder Meme. Ich bin ein Meme. Warte, guck mal, weißt du, wie das aussieht, wenn du mit der Angelrute herrennst? Pass auf, das sieht ungefähr so aus. Warte, du holst das Ding raus und machst dann so. Erstmal, ich hol das Ding raus. Oh, oh, guck mal, das sieht so aus, wenn wir so. Oh. Komm, wir schlagen uns Laserschwertkampf. Komm, dun, ja, dun, wie geht das? Ja. Ja. Genau, und dann so ein Chewbacca-Schrei dazwischen. Ja. Ich kann nicht mehr. Weißt du, so übelstes Tonchaos so. Bin zu weit vom Wasser weg. Ah, jetzt. Oh wow. 1 Millimeter ausgeworfen. Come on. Hä? Dakota River. Ich weiß noch nicht, ob ich mich wie Chewbacca angehört habe, aber... Ja, ja, das klang wie ein perverser Chewbacca. Alter. Alter, da ist ein Hai. Mhm. Ja, wirklich, hier gibt's Haie. Kennst du nicht Flusshaie? Es gibt wirklich Flusshaie. Ich schwör. Ich weiß, dass es Flusshaie gibt. Ja, wirklich. Ich ganz weiß. Echt. Ja, ich schwöre, wirklich. Halt die Fresse. Warum beißt heute keiner, Alter? In the name of the race of the lords. In the name of the holy. Sorry. Okay, reicht jetzt. I kill you. Silent. I kill you. Alter, Fisch. Oh. Warum kommt bei mir kein Fisch? Der Fisch kommt, ne. Der soll nicht kommen, der soll anbeißen. Warte, kann ich auch noch den Köder wechseln? Wie kommst du auf die Idee, hier am Fluss zu angeln, Mann? Als ob hier Fische auftauchen, Mann. Hallo? Außerdem backt meine Angelrute im Boden feste. Hier sind Fische, ich sehe sie doch. Siehst du nie, wie die immer wieder da oben dran bloppen? Doch, sehe ich. Da schwimmt sogar einer, aber er beißt halt, ne? Ah, ich glaube, ich könnte wissen, woran es liegt. Nimmst du einen Köder? Ja, ich habe einen Flussköder genommen. Ich glaube, hier gibt es keine großen Fische. Warte mal, jetzt nähert sich was meiner Angel. Ich habe ein Stück Brot genommen. Da beißen die? Ich hab schon einen Fisch, ja. Dann nehme ich eine Brotkante. Weil du hast eine Brotkante, dann nehme ich eine Brotkante.
Was habe ich gefangen? Oh, das ist interessant. Aber die Fische sehen auch. Du hast eine Brotkante gefangen. Ich habe eine Wurfkarte gefangen. Hä? Meine Angel Ich verpackt habe einen auch einen Boden. Flussbarsch. Flussbarsch gefunden. Hä? What the fuck, warum meine Angel jetzt so verpackt? Also machst du eine Brotkante an die Angel, ziehst du rein. Ey, ich habe ein Brot gefangen. Ja. Da tut ein Fischköder, ey, ich hab einen Fischköder aus dem Wasser gefischt. Ja. Scheiße. Warum beißt bei mir nix? Mein Gott, mögen die kein Brot oder was? Ist das Brot überhaupt noch dran? Es klebt an meiner Angel. Ich tu Brotstückchen dran, werf es rein, du fängst mein Brotstückchen auf, warum wird ein Ja. Brotstückchen gefallen? Ich angel dein Brotstückchen und du meinst. Und du denkst, boah, warum finde ich immer so viel Brot? Ich bin reich. Weißt du, am Ende gehen wir wieder mit dem Brot nach Hause, wo wir mit mir hergekommen sind. Und dann ist Nick, ich hab Hunger, hast du was zu essen? Ja, ich hab Brot gefangen heute. Ja. Oh, ich hab einen. Oha. Ich bin total überfordert. Scheiße. Ich hab ein Brot an der Angel. Ich hab das Gefühl, dass das Angeln schwerer geworden ist gerade. Nö, ich hab grad ganz easy einen raus. Was ist das? Hieß denn hier irgendwas mit Sonnen? Sonnen. Ich hab Sonnenbarsch, Flussbarsche sage ich gegessen. doch. Sonnenbarsch. Alter, ich bin. Alter, bin ich gut, Alter. Boah. Wie ihr rappt das gerade einfach war. Sonnen. Es war ein Sonnenbausch. Komm, Das das muss war auf der geil. Kamera bestimmt so bescheuert ausgesehen haben. Wer weiß. Du, Ey, guck gleich mal, kommst du auf den Zug und so, ey. die Kamera ist auf mich gerichtet, also ist es sowieso schon bescheuert. Ey. Den Zug kommt so rein. Und fisch dann die Fische, die wir wieder reinwerfen, so weißt Brotkanten. Boah, Alter, die Geräusche in der Natur ist so geil. Leute, habt ihr heute Bock, dass wir später noch eine Folge Red Dead Story Modus machen? heute? Na? Oder Dann streame ich morgen, eventuell nehme ich mal ne. Ich würde dann halt nur kurz Schluss machen und Abendbrot essen. Also natürlich erst, wenn du dann irgendwann offline gehst. Um 1 heute Nacht. ja. Ah, jetzt geht's mir auch besser, ich bin jetzt nicht mehr so müde, ist mir aufgefallen. Siehst du, es war das Nutella. Nee, man ist ja meist müde und gähnt, wenn man Sauerstoffmangel hat. Und jetzt habe ich anscheinend wieder genug Sauerstoff getankt. Jetzt geht's wieder. Ich Klar, müsste ich mal. gähne noch, weil ich nicht ganz ausgeschlafen bin, aber so, ja. Lol, ich hab echt einen dran. What the heck? Was mache ich jetzt? Oh mein Gott. Mach den Jani ab, ich schwör. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist es? Oh mein Gott. Ey. Ich habe ihn nur gegrillt. Wieder ein Ach so. Sonnenbarsch. Ich weiß auch, warum es mir besser geht, weil ich habe vorher eine Tablette genommen. Echt? Achso, übrigens, guck mal, ich Du gehe jetzt duschen. Warte. sollst keine Drogen nehmen. Jetzt muss aber. Oh, jetzt soll ich duschen. Wie steckt man den weg? Ich hätte mir einen weiblichen Charakter machen sollen, weil dann hätten wir jetzt wieder so. Eine Romanze. Ja, eine Romanze zwischen Cowboy und Kage. Cowboy und Indianer. Hier war gerade ein Fisch. Da ist ein Spieler. Da ist ein Lol, Spieler. da ist ein Fisch. Ich habe einen Fisch, einen kostenlosen. Lol, Kostenlosen. ich habe ihn eingesteckt. Ein Steinbarsch. Bitte mit. Oh Gott, wir Gib müssen mir die weg. Kostenlosen. Wir müssen weg. Prinz Zuko. Prinz Zuko, wir müssen weg. Wir müssen weg, schnell. Prinz Zuko, steig auf. Ah, das wäre böse. Ja! Karma, du Vollidiot. Warte, vielleicht liegt hier noch irgendwo Brot. Brotkrümel? Was ist das? Was? Ein Fisch? Den will ich haben.
Ah. Ey, warte, aber hier können noch mehr liegen. Da ist was. Ne, das ist ein Schmutz. Halt, hier war was. Nee. Hä? Bin ich blöd? Das war mein Pferd. Nee. Ach so, hier ist ein Rohrkolben. Du kannst mir sagen, was du willst, aber um alles in der Welt, was ist das für ein Outfit? Ey, wir können Prinz Zuko nicht killen. Aber wobei können wir doch, aber das dauert ewig. Das ist aber, dieser Passivmodus. Aber können ihn auch nicht mal schlagen oder sonst was, ne? Nein. Moment mal, hast du was dagegen, wenn ich gleich weg bin? Nee, nein. Ne? Doch. Doch, hab ich, ja. Ah, Junge. Warum? Weil ich dann jetzt weg bin. Warum? Weil ich verabredet bin. Auf einem, wow. Ja. Wow. 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 Dein Ernst? Ja, mein Ernst. Und wir haben schon bis 19 Uhr gezockt, Alter. Von 16 Uhr ungefähr. Genau. Dafür müsste ich dich normalerweise killen. So. Aber trotzdem war geil mit dir. Er ist angepisst. Naja, Leute, ihr werdet schon drüber hinwegkommen, wenn ihr im Story-Modus gleich geht. Ja, so. Hau ab. Man hört sich, ne? Ciao, bis später. Ciao. Hab dich lieb, mein Süßer. Ich dich doch auch. Oh, komm her, bitte jetzt. Wo? Okay, okay, also in der Hintergrund. Bis dann. Also Leute, ja. Ciao. 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 Tschüss. So. Wir sind ihn los. Nee, Spaß. Oh, jetzt kommt meine Katze wieder. Theoretisch müsste ich eigentlich auch jetzt offline gehen, weil ich eigentlich schon längst meine Katzen füttern müsste. Also, ich bin auf jeden Fall dann nochmal im Story-Modus von Red Dead. Nur online. Also im, neben online, online, sondern normal online. Mano. Ey, Prinz Zuko, ich will da rein. Da. Na dann. Ja. Haut rein. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich meine, wir haben ja immerhin einen neuen Revolver hier. Na eben, ich frage mich, ob es den im Story-Modus gibt. Ich glaube aber, ne. Ich vermute mal eher, ne. Dass es in dem Story gibt. Also wie gesagt, ich bin dann gegen, sagen wir mal, 20 Uhr bin ich in Red Dead Story Modus online. Wir sehen uns dann und bis später. Tschüss.